Moin, ihr Whisky-Genießenden. Herzlich willkommen hier im Whisky Hort in Oberhausen zu unserem heutigen Quick and Dirty Verkostungsvideo. Da haben wir uns etwas auf den Tisch gestellt. In ähnlicher Form hat es das schon mal gegeben. Ihr kennt es bereits am Design, eine Abfüllung von Malts of Scotland. Wir haben uns aus dem aktuellen Bottling mal die süße Caroline rausgepickt. Sweet Caroline, ein South Carolina Bourbon Whisky, finished in einem Rioja Wine Cask. Wie gesagt, in ähnlicher Form gab es das schon mal und dem Vernehmen nach, ich habe ihn selber nicht im Glas gehabt, aber dem Vernehmen nach soll er sehr, sehr gut gewesen sein. Jetzt haben wir ein Destillat von 2012, das 2022 abgefüllt wurde. Also für einen Bourbon schon ziemlich lang. Die meisten werden nicht so alt. 277 Flaschen hat es gegeben. Wir haben hier ausgerechnet Flasche 100 aufgemacht. Und diese wurden alle mit 51,9% abgefüllt. Nun ja, wohlan, wie ihm also sei. Im Glas ist er und ich werde mal schauen, was rieche ich, was schmecke ich. Viel Weinfass. In einer ganz interessanten Kombination mit der typischen Bourbon-Note, was diese zum Glück weniger schlimm macht. Also für mich jetzt. Kann man mich ja eigentlich mit jagen mit dieser Mais-Klebstoff-Kombination. Aber hier riecht der Kleber echt mal lecker. Nein, ernsthaft. Die fruchtigen Noten, diese weinigen Noten, wirklich dunkle Beeren, ein bisschen was Kirschiges. Und wie so ein. Oh, es gibt einen Hersteller, einen deutschen Hersteller, der einen Edelkirschsaft herstellt. Lange, lange Jahre gerne genutzt, um Besuche im Krankenhaus durch eine kleine Gabe an den da niederliegenden Menschen etwas erträglicher zu gestalten. Ja, nun, ob es geholfen hat, weiß ich nicht, aber hier riecht's in einer Art und Weise, die mich an einen solchen Saft erinnert. Also wirklich sehr, sehr fruchtig, dunkelfruchtig. Die Kirsche halt, die dunklen Trauben. Und im Hintergrund schwingt immer leicht diese Bourbon-Maisnote mit. Dazu etwas Tannine. 10 Jahre im Fass. Ist für einen Bourbon ja, wie gesagt, schon eine Strecke. Deutlich angenehmer, als ich das sonst von Bäumen gewohnt bin. Ich bin gespannt auf den Probierschluck. Slange. Also für den ersten Moment hatte ich echt den Eindruck, mir einen Likör auf die Zunge zu gießen. Wirklich so richtig sämig im Mundgefühl. Es bleibt auch so ein samtiger Geschmack irgendwie. Nein, ein samtiges Gefühl auf der Zunge. Nicht unangenehm, wirklich. Als hätte einer den Mundraum ausgepolstert. Irgendwie ein faszinierend angenehmes Mundgefühl. Dazu, wie in der Nase schon, nur mein Vielfaches deutlicher, die fruchtigen Noten. Der Bourbon ist auch ein Stück weit präsenter, bleibt aber trotzdem im Hintergrund. Also die fruchtigen Noten stehen noch vor den Maisnoten. Auch im zweiten Schluck bleibt dieses
ja, sämig-samtige, cremige Mundgefühl vorhanden. Faszinierend. Dafür kommt der Alkohol, der mit 51,9% angegeben ist, auf der anderen Seite richtig kräftig daher. Der macht sich dann nämlich irgendwann bemerkbar, wenn man den Whisky länger im Mund hat und schiebt so von hinten raus einmal kräftig an, putzt so dieses sämige Gefühl, dieses ja wirklich samtige Gefühl auf der Zunge einfach mal eben weg und kitzelt dann die Geschmacksknospen noch mal so ein bisschen, um da alles rauszuholen, um die wirklich komplett mit dem Stoff vertraut zu machen. Erstaunliches Ding und echt lecker. Das ist so einer, ich glaube, den kannst du den ganzen Abend trinken, den könnte auch als Cocktail durchgehen. Durch diese stark fruchtigen Noten mit dabei hat man den Eindruck, der ist also schon irgendwie fertig gemixt. Man braucht ihn vielleicht nur noch ein bisschen kühlen, wenn man den mag. Faszinierendes Ding. Sehr ungewöhnlich, finde ich jetzt persönlich und von daher interessant und auf jeden Fall mal ein Versuch wert. Erst recht zum Preis von 69,90, den die 0,7er Flasche kostet, kann man nicht meckern, kann man einfach mal machen und ausprobieren. Wer eine Affinität für Bourbon hat, der ist hier auf jeden Fall richtig aufgehoben. Ja, viel Spaß euch noch mit dem, was ihr im Glas habt. Ich habe noch was von der süßen Caroline. Wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Spaß. Bis zum nächsten Video. Ciao.